Hi, ich bin Fabian von Sportime und heute möchte ich euch etwas über das Thema Seilspringen erzählen. Beim Seilspringen kannst du unter anderem deine Ausdauer, deine Kraftausdauer, deine Rumpfmuskulatur, deine koordinativen Fähigkeiten und die Schnelligkeit trainieren. Gerade die koordinativen Fähigkeiten trainierst du ideal mit dem Seilspringen. Beine und Arme müssen aufeinander abgestimmt sein. Ach ja, ein schöner Nebeneffekt noch, man verbrennt sehr viele Kalorien. Das Schöne an einem Springseil ist, es ist super kompakt, man kann es überall mit hinnehmen, es nimmt keinen Platz weg, es ist nicht schwer und es kostet nicht viel. Bevor du mit dem Seilspringen anfängst, solltest du einige Dinge beachten. Man sollte ein luftiges, lockeres T-Shirt anhaben, kurze Hose und bequeme Schuhe. Achtet bei euren Schuhen auf eine gute Passform und gute Dämpfeigenschaften. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist ein gutes Springseil. Für das Seilspringen im Fitnessbereich würde ich euch dieses Seil empfehlen. Es ist ein Stahlseil mit einer Ummantelung, mit einem Drehgelenk und ein kleines extra noch Zusatzgewicht in den Griffen. Achtet noch darauf, dass das Seil in der Länge verstellbar ist. Ich würde sagen, probiert es einfach mal aus, besorgt euch ein Seil und legt los. Ciao, bis zum nächsten Mal.